das Wahrzeichen Rio de Janeiros, der Zuckerhut. Übergabe der Schiffsglocke des versenkten deutschen Kanonenbootes Eber. Deutsche Landschaft in Brasilien und eine deutsche Stadt, Blumenau. 1850 von Dr. Hermann Blumenau gegründet. Heute wohnen 20.000 Deutsche hier. Der Leiter der dortigen Ortsgruppe der NSDAP begrüßt den Kommandanten der Karlsruhe. Veteranen des Weltkrieges, die für Deutschland gekämpft haben. Die Besatzung besucht die Schule in Itajaí, dem Ausfuhrhafen der Stadt Blumenau.
Brasilianische Grünhemden begleiten die Mannschaft. Mitglieder einer faschistischen Organisation, die sich den Kampf gegen den Kommunismus zum Ziel gesetzt hat. Montevideo, die Hauptstadt Uruguays. Tropische Hitze. Hier wird das Weihnachtsfest gefeiert. Geschenke des Führers, deutsche Tannenbäume in deutscher Erde. Grüße aus der Heimat. Pakete, Post und deutsches Bier. Der Kirchenwimpel ist geheiß. Der einzige Wimpel, der über der Reichskriegsflagge wehen darf. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Was steckt denn da? Na, Kleiner, jetzt ist die Sehnsucht nach der Heimat schon vorbei, was? Oder geht's da richtig los? Hoffentlich, ja, muss noch ein halbes Jahr, dann sind wir zu Hause, nicht? Der Kommandant und der erste Offizier besuchen die Weihnachtsfeier der Seekadetten. Jungvolk, Kind
Kinder der deutschen Kolonie dürfen an Bord ein heimatliches Weihnachten mitfeiern. Thank you.